Der Pokémon-Turm. Mein Kindchen, ich glaube, dieser Platz ist nicht sicher für dich. Ich schlage vor, dass du nach Prismania City gehst. Und mit der Untersuchung dort hilfst. Mit der Polizeiuntersuchung, ne? Die Polizei braucht so viel Hilfe wie möglich. Ich komme noch gar nicht rein, ihr Schweine. Ja, dann gehe ich erstmal nach unten. Dann gehe ich erstmal nach unten, ein bisschen noch trainieren. Und dann gehen wir rüber nach Prismania City. Holen uns da einen schönen Orden. Fisherman Net. Was kann man denn hier schönes angeln? Unbekannte. Unbekannte. Na dann. Oh, ich habe so das Gefühl, das wird wahrscheinlich nicht mit der Standardangel funktionieren, sondern eher dann mit der Superangel oder sowas. Wir können es trotzdem mal kurz probieren. Die hat halt wirklich keinen großen Erfolg. Grabby. Kennen wir schon. Na gut. Grabby's halt. So, was haben wir denn hier Feines? Ist das Spiel wieder abgestürzt? Das Spiel ist wieder abgestürzt. Ich weiß nicht, warum es das andauernd macht. Yeah, einer hat angebissen. Sehe ich aus wie ein Fisch? Sehe ich aus wie ein scheiß Fisch oder was? Angebissen. Ich gebe dir gleich angebissen. Haha. Hahaha, daneben, daneben. Ich habe gerade gemerkt, sorry, der Chat war minimiert. Erstmal Lea Moxpo, moin, wie ist das Game bisher? Mir macht Gaudi. Pokémon, ein bisschen oldschool. Ohne den ganzen neuen Mist, wie irgendwelche Gigaformen und sonst noch was. Super. Macht mir Gaudi, auf jeden Fall. Und zum Stefan. Ich habe mir Avatar noch nicht angeguckt. Aber als ich gehört habe, dass sie eins machen würde, hatte ich Angst, dass es schlecht wird. Nach dem großen Erfolg des ersten. Scheint so, als wären die Reviews gut. Ja, also ich habe den zweiten Avatar ein bisschen angefangen zu gucken. Ein Kumpel war da, wir haben ihn angeschmissen, aber dabei so viel gequatscht, dass wir dann irgendwann bei Stunde 2 ausgemacht haben. Da geht ja 3 Stunden. Da geht 3 Stunden der Film, ne? Avatar 2 geht 3 Stunden und 5 Minuten. Aber ist gar nicht mal so schlecht, kann man sich angucken. Sehr geil, hätte auch mal Lust bei Pokémon Revolution Online zu spielen. Momentan etwas am Pokémon spielen. Auch ganz geiles MMO. Poke One? Ist das fürs Handy oder wofür ist das? Poke One? Sagt mir gerade irgendwie nichts. Poke One. Moment, ich muss das mal googeln. Vielleicht kenne ich es schon und mein altes Gehirn verdrängt es bloß irgendwie. Poke One. PC und Handy, also auch so genau wie das hier. Das geht ja auch für PC und Handy. Aber ist das offiziell im App Store oder ist das auch so wie das hier, so ein inoffizielles Spiel? Ich find's gerade gar nicht. Poke One? Ach hier, Pokémon One.
Community. Der Grafikstil scheint ein bisschen neuer zu sein, ne? Der Grafikstil. Ja, der sieht ein bisschen mehr gerendert aus, wenn das Sinn ergibt. Galerie. Ja, sieht interessant aus, kannte ich gar nicht. Ist das auch so ein Fanmade oder wie? Ja, inoffiziell, okay. Nee, im Play Store dürfen das nicht. Weil es halt nicht offiziell ist. Aber Nintendo kann nichts gegen die machen, weil die Spieleserver, die stehen halt in einem Land, wo die Copyright-Rechte etwas freier ausgelegt werden. Und die machen es schlau. Ich weiß nicht, wie es bei Pokémon ist. Aber hier, ich habe mir jetzt mal Membership geholt und da habe ich gesehen, wie es funktioniert. Du kaufst dir kein Membership, du spendest denen 5 Euro und die geben dir als Dankeschön dann diese 100 Coins. Also du kaufst dir theoretisch nichts, du kriegst bloß ein kleines Dankeschön für die Spende. Und damit umgehen die dieses ganze Problem, dass Pokémon nicht sagen kann, ihr monetarisiert hier unser Eigentum. Ist relativ schlau gemacht. Ja. Natürlich wird es genauso sein, ne? Aber ich glaube, Revolution Online ist älter. Also ich habe das schon vor, weiß ich nicht, 5-6 Jahren mal gespielt. Jetzt ewig nicht mehr. Deshalb fange ich jetzt hier gerade neuen. Deshalb ist das jetzt ein neuer Account. Komplett von vorne nochmal. Und ich glaube, damals gab es noch kein Pokémon One. Es sieht auch von der Grafik her wirklich ein bisschen neuer aus. Da haben sie vielleicht eine neuere Engine dafür verwendet. Oder die benutzen einfach andere Filter. Ich weiß nicht, was da der Unterschied ist. Aber es sieht einfach neuer aus. So, Natural Gift. Der Nutzer zieht Kraft. Der Nutzer zieht Kraft aus einer Beere, die er hält für einen Angriff. Die Beere bestimmt den Move-Typ und die Power. Das klingt interessant, aber ich habe jetzt keine Lust, jedes Mal eine Beere auszugeben. Deshalb würde ich mal sagen, nein, danke. Jo, was ich an Revolution besser finde, ist, dass es dort schon Megaformen gibt. Bei Pokémon finde ich das Handeln deutlich angenehmer. Aha. Ja, ich hoffe, es bleibt aber auch nur bei den Megaformen. Ich will diese Gigaformen und dieses komische Versteinern und dieses ganze Zeug, das will ich nicht. Das finde ich bei den neuen Editionen einfach voll lästig. Ich weiß nicht, die haben einfach irgendwann diesen Punkt erreicht, wo sie angefangen haben, immer wieder neue Sachen einzuführen. Auf Teufel komm raus, egal wie es ankommt, es muss rausgeprescht werden, es muss was Neues sein. Und diese neuen Sachen gefallen mir nicht. Diese Ultra-Bestien, diese Paralleluniversen irgendwie, diese gigantischen Gigaformen, Gigamax oder wie das heißt, dann jetzt in dieser neuen Edition dieses Versteinerungszeugs irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo hab ich dann den Bezug zu Pokémon verloren. Ist Psyduck eigentlich schon Psycho oder kommt das erst später dazu? Schade, kommt erst später dazu. Natürlich hat er eine Psycho-Attacke. War ja logisch. Paradoxformen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das dieses versteinerte Zeug?
Pflanze nochmal hier. Der ist Wasserboden. Da haben wir. Er hat eine Vierfachschwäche gegen Pflanze. Ein Move müsste reichen. Was sind Paradoxformen? Ist das dieses versteinerte Zeugs oder was ist das? Wie gesagt, ich kenne mich mit den neuen nicht so sehr aus. Ich bin eher bei den älteren Generationen hängen geblieben. Das sind Pokémon-Formen aus der Vergangenheit, Zukunft. Google mal Pokémon Roaring Moon, dann wirst du wissen, was ich meine. Formen aus der Vergangenheit und Zukunft? Ist das sowas wie dieses, die hatten doch bei Kyogre und dem anderen Ding, hatten die doch diese, so eine Art Urform. Sowas wie ganz, ganz alten Zeiten. Meinst du das da, oder? Oder muss ich es jetzt wirklich googeln? Moment. Pokémon Roaring Moon? Paradox. Ja, hier sehe ich ein Bild von einem, wie heißt das Ding nochmal, dieser Drache, Gewaltra, irgendwie sowas. Mit übelst großen Flügeln, das Vieh sieht cool aus. Das Vieh sieht richtig cool aus, muss ich sagen. Oder so ein Donfer mit übelsten Mammut-Stoßzähnen. Das sieht cool aus. Oder ist das ein Jigglypuff mit einem Mewtwo-Schwanz aus dem Kopf? Das sieht aus wie ein Pummeluff mit einem Mewtwo-Schwanz, der aber aus dem Kopf kommt. Okay. Ja, Brutalandra aus der Vergangenheit. Brutalandra, so hieß das. Ich liebe es zu fischen. Verstehe mich nicht falsch. Aber es wäre besser, wenn ich etwas mehr Arbeit hätte. Ah, der fischt nur, weil er keinen Job hat. Thunderbolt. Oh yeah. Endlich haben wir einen Donnerblitz. Das ist geil. Ich glaube, der lernt jetzt auch nichts Interessantes mehr, oder? Müssen ihn dann ein paar andere Moves mal irgendwie über. Was gebe ich dir ein? Über TMs beibringen. Donner finde ich jetzt nicht so interessant wegen der Treffchance. Lightscreen, Wild Charge. Wild Charge hat, glaube ich, Rückstoßschaden, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ja, der lernt eigentlich nichts mehr Interessantes. Jetzt müssen wir dem den Rest beibringen. Vielleicht eine Schaufel oder sowas, wenn er das kann. Ein Surfer wäre cool. Kann das Pikachu hier Surfer lernen? Goldini. Ein Seepferd. Hat der schon Drache? Nee, wird er später Drache. Surfer fliegen gibt es nur durch Events. Fliegen? Kann Pikachu fliegen? Ach, mit einem Luftballon oder sowas. Ja, es gibt einen Luftballon, Pikachu. Stimmt ja. Agilität. Nee, danke. Kannst du mal behalten. Ich bin agil genug.
Dieses Relaxo schnarcht wie nichts anderes, was ich jemals gehört habe. Okay. Dann gehen wir jetzt hoch nach Prismania City. Thanks for offering, but actually I didn't even unlock trading yet. I didn't beat the fourth batch yet. I didn't get the fourth batch yet. And I plan to beat the story mode with my Kanto team, anyways. But thanks for offering. Very nice. Yeah, I know. I didn't beat it yet. I only got 3. I'm on my way to Celadon. Ich frage mich, warum Celadon auf Deutsch Prismania City heißt. Das ist immer so verwirrend. Vermilion heißt Orania. Celadon heißt Prismania. Sehr verwirrend. Hallo, die Dame. Trainieren wir jetzt eigentlich immer noch? Oder wie soll ich jetzt mit einem richtigen Team reingehen? Boah, 2000 plus Stunden. I used to play long, long, long ago. Like, I don't know, 6 years ago or something like that. Back then when I'm not sure either Sinnoh or Hoenn was just released, and I started playing the story mode of I think Hoenn, and then I quit the game, like I don't know, 6 years ago or something, and now I'm playing again with a new account. Oh shit. Das ist Fee. Wie war das mit Fee und Geist und Dark? Oh, ich bräuchte mal wieder so eine Typentabelle. Ist Ghost gut gegen Fee oder nicht oder komplett ineffektiv? Dann hat er auch noch Normal, ne? Normal cancelt auch wieder Ghost. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich wechsle mal lieber raus. Gerade bei diesen neuen Elementen wie neuen Typen wie Fee, da weiß ich immer nicht so richtig, was da gut ist und was da schlecht ist. Oh shit. Yeah, I know, I know. I'm gonna do that, I think at around level 60 or so. No rush right now. Gegen Fee ist Stahl und Gift effektiv. Dankeschön. Dankeschön. Stahl und Gift. Oh. Wie gesagt, ich habe meinen alten Account auch wieder gefunden. Ich habe meinen uralt Account gefunden. Das ist der hier. 2016 bin ich beigetreten. Wie lange ist das her? 7 Jahre, ne? 7 Jahre. Und dann hatte ich halt fast 500 Stunden Spielzeit. Ne? Aber wie gesagt, ihr seht, damals gab es noch nicht mal alle Orden. Und jetzt vor kurzem habe ich neu angefangen und dachte ich mir, ich mache einen neuen Account. Ich spiele jetzt nicht dort weiter, wo ich aufgehört habe. Ich fange von vorne an. Ja, ist lange her, ne? Ist lange her. Wie gesagt, wie du siehst, damals war Hoenn ganz neu. Ich hatte es noch nicht durchgespielt und Sinnoh gab es noch gar nicht. Sinnoh gab es noch gar nicht. Also es ist wirklich lange her, dass ich gespielt habe.
Und sobald ich das Trading freigeschaltet habe auf dem neuen Account, möchte ich dann halt, möchte ich dann mein Houndoom und mein Schädel halt und das Ding hier rüber tauschen. Und den Rest lasse ich hier. So. Na. 2 Stunden Spielzeit ist schon krass. Hätte ich damals weitergespielt, hätte ich wahrscheinlich jetzt sogar noch mehr, aber. Ich habe das damals richtig, richtig viel gespielt. Aber wirklich von früh morgens bis abends, im Bus, in der Uni, überall. Nee, Uni war ich damals schon gar nicht mehr. Gott. Nee, aber überall, wo ich unterwegs war, habe ich es auf dem Handy gespielt. Und wenn ich Laptop. Und wenn ich irgendwo einen Laptop aufbauen konnte, dann natürlich auf dem Laptop. Aber ich sehe gerade, was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Team Rocket los! Mit Lichtgeschwindigkeit! Hau ab, Kind. Nee, hau ab. Kinder sollten sich nicht in die Angelegenheiten von Erwachsenen einmischen. Hau ab! Kinder sollten sich nicht in die Angelegenheiten von Erwachsenen einmischen. Warum kam da jetzt kein Kampf? Warum kommt da kein Kampf? Was für ein schöner Ort hier. Okay. Schade. Ich wollte gegen die kämpfen. Die wollen nicht. Kann sein, ja, so ein Bosskampf. Aber für gewöhnlich wären dann die Namen eigentlich rot, oder? Die hätten dann einen Namen und der wäre rot, glaube ich. Wir werden das schon noch herausfinden, was es damit auf sich hat. Das finden wir schon noch raus. Ja, ihr wollt mich nicht durchlassen, das weiß ich. Oh, was ist denn hier los? Hier wird ja eifrig gefarmt. Nein, es reicht nicht. Es ist doch so erbärmlich, oder? Wenn ein Level 35er Pokémon ein Level 18er nicht besiegen kann. Eieieiei. Hier irgendwas Cooles. Was fangt ihr hier? Was könnte das sein? Ich würde sagen, wir machen es wie immer. 5 Encounters, dann ziehen wir weiter. Ja, ich weiß, es ist schrecklich, ne? Physisch. Bei dem Angriff. Bei dem Angriff. Machen wir noch einen Baum dazu? Ein Baum und dann 5 Encounters. Oh, okay, 2 Bäume. Jetzt machen wir 5 Encounters und gucken mal, ob wir irgendwas Interessantes finden. Wenn nicht, egal, wenn oder nie, wenn nicht, dann ziehen wir weiter. Ein Mauzi, das fehlt uns noch. Warum fehlt uns ein Mauzi? Okay. Oh, dann schnappen wir uns das. Miauts, genau. Ist die Frage, würde es ein Mega Drain überleben? Ich glaube nein. Ich glaube, Level 20 überlebt kein Mega Drain. Hat gereicht. Technician, impisch. Naja. Zweiter Encounter.
dritter Encounter. Vierter Encounter. Und noch einen, dann gehen wir hier raus. Nichts Gescheites dabei. Ist egal. Unser Team ist ja sowieso schon fertig. Ne? Also das wird mein... Das ist jetzt mein Kanto-Team. Für die Liga dann. Muss nur noch ein paar entwickeln. Aber ansonsten wird sich da nichts mehr dran verändern. Wollte eigentlich einen Simsala, aber wir hatten kein Glück. Die Abras wollten nicht. Pikabu! Quasi ja. Buh! Ich hab dich gefunden. Gift und Pflanze. Ja, keine Ahnung. Das geht doch. ~32.000! Leck mich im Arsch! Jo! Sonnenblatt oder sowas? Heißt das so? Sonnenblatt? Oder heißt die auch Sonnenflora auf Deutsch? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Bin nicht ganz sicher, wie das Ding heißt. Also die Levelkurve bei dem Game ist ja echt krass. Du meinst dann zur Liga hin oder so, wenn man dann auf einmal auf Level 80 oder sowas leveln muss. Oder dass man beim Sonnenflora, dankeschön. Oder dass man hier beim vierten Orden schon halt Level 40er hat. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen krass. Ja, für die Liga muss man schon ein bisschen trainieren. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Was machst du denn hier? Ganz allein? Hier draußen? Im Wald? Ja, hallo, meine Süße. Wie geht's dir denn? was machst du hier? Ernsthaft? Was machst du hier? Das war's? Das war's? Das war's? Die steht hier draußen, einfach nur um zu fragen, was machst du hier? Wo sind wir? Oh! Jesse! James! Team Rocket los! Mit Lichtgeschwindigkeit! Kann ich den von hier aus anquatschen? Ha! Ich blockiere deinen Weg! Was willst du dagegen machen? Nichts? Oh, zu schade. Ich wollte euch eigentlich beitreten. Wisst ihr, da war so ein Typ auf der Nuggetbrücke und er hat gesagt, willst du beitreten? Er hat gesagt, ja, möchte ich. Dann hat er gesagt, ja, schade, jetzt muss ich dich besiegen. Hä? Also wo kann ich hier mich registrieren? Habt ihr irgendwie ein Anmeldeformular oder kannst du mir die Handynummer von Giovanni geben? Ich möchte wirklich zum Team Rocket, komm. Los, los, Team Rocket, los. Oh. Es gibt einen Pokémon ROM-Hack. Ich weiß nicht mehr von welcher Edition. Da kann man wirklich, da ist man im Team Rocket. Und klaut halt Pokémon von anderen Leuten. Finde ich so geil. Ich würde echt gerne hier einfach mal sagen, ja Leute, ich trete euch bei. Ne? An der Brücke haben die mich ja gefragt, willst du beitreten? Ich habe ja gesagt, aber mein blöder Charakter im Spiel sagt nein. Gemeinheit. Gemeinheit. Die wollen doch nur, dass man keinen Spaß hat. Ich finde das irgendwie cool.
Ja, dieses Pokémon Fusion, das fand ich sehr interessant. Das ist voll cool. Da kannst du ja die abartigsten Kreaturen zusammenbasteln. Das Schöne ist halt, dass du auch da übelst coole Typenkombinationen dadurch zusammenbasteln kannst. Hallo. Wusstest du? Achso, du kennst doch die Organisation namens Team Rocket, oder? Wir haben einen Haftbefehl für sie. Für jeden, der bewiesenermaßen mit ihnen zusammenarbeitet. Wir glauben, dass sie irgendwo hier in dieser Stadt stationiert sind. Hast du Informationen? Möchtest du sie uns hier. Wenn du irgendwelche Informationen hast, kannst du uns reporten, na, keine Ahnung. Kannst du uns mitteilen und uns halt helfen. Warum glaubt ihr, dass sie hier sind? Weil Männer und Frauen mit den Team Rocket-Uniformen hier rumlaufen. Warum tragen die auch eine Uniform? Das ist doch voll dämlich. Warum nehme ich sie da nicht fest? Ja, ihre Klamotten. Was? Alter, was sind das jetzt für Wörter? Also, ihre Kleidung, keine Ahnung, also quasi er sagt, es könnte als Beweis zählen, aber vor Gericht würde das nicht wirklich durchgehen. Also wenn ich jetzt ein Team Rocket T-Shirt anziehe, heißt es auch nicht gleich, dass ich beim Team Rocket bin. Na? Und ein richtiger Anwalt könnte das halt vor Gericht zerfetzen. Wir haben leider nicht genug Beweise. Ja. Nee, aber kann ich vielleicht irgendwie helfen? Kennst du das Casino? Ich glaube, dass dort irgendwie ihre Basis ist. Weil die Leute mit den Uniformen rein und rausgehen. Als ich reingegangen bin, habe ich halt nichts gesehen. Aber vielleicht könntest du ja was finden. Irgendwie so. Keine Ahnung. Komm. Bla bla bla. Okay, ich mach's. Also, das ist der Plan. Was? Die werden eins ihrer Evolis benutzen als ein Versuchskaninchen für ihre Experimente. Das wird dein, oh, Retext. Oh Gott. Ja, das wirst du halt benutzen, um in ihre Basis einzudringen. Nimm dieses Evoli und verlier es nicht. Okay, habe ich das Evoli jetzt in der Box bekommen oder wie? Nö. Habe ich das Evoli jetzt als Item oder was? Okay, keine Ahnung. Ich wollte mich hier noch ein bisschen in Ruhe umgucken. Kann ich schon zur Arena-Leiterin und dann muss ich erstmal das Team Rocket-Ding machen. Zafodia City, eine reiche, regenbogenfarbige Stadt, wo Leute und Pokémon sich sammeln, sich treffen, sich begegnen. Was auch immer. Lemox. Oh Gott. Lemoxpo, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Is now following. Willkommen bei den Durchköpfen, Digga. Danke fürs Followen. Willkommen, ich bin der Pokémon-IV-Checker. Ich kann die Gesamt-IV deiner Pokémon ausrechnen mit diesem Computer. Ja, dieser Computer, das nennt sich auch Taschenrechner, oder? Gerne einfach nur Lemox. Na dann, Lemox. Leamox oder Lemox? Ja klar, mach mal. Wie viel Gesamt-IV habe ich denn?
76. 99. 70. 58. Wie man sieht, ich habe nicht extra krasse Viecher gefangen. Ich habe das Erstbeste genommen. Weil Story-Modus, ne? Wir spielen einfach nur die Story durch. 76. Alles klar. 92, ne? Ich muss nur sagen, also ich habe wirklich nicht viel gegrindet oder viel auf Natur oder sonst was geachtet, ne? Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe nach meinem ersten Pikachu habe ich noch zwei weitere gefangen und dann noch bei drei weiteren Diebstahl gemacht. Und dann habe ich in der Box nachgeguckt. Und beim zweiten extra Pikachu, was ich gefangen habe, war der dabei. Der Lightball. Da habe ich mich echt gefreut. Da habe ich mich tierisch gefreut. Das heißt, ich kann das Pikachu unentwickelt lassen. Ich muss es nicht zu einem Raichu entwickeln und es ist trotzdem mega stark. Also ein Lightball ist schon ganz schön selten. Ich glaube, 5% der Pikachus haben das. Also im Schnitt 1 von 20. Boss Cooldown Checker. Extra Cooldown Checker. So, dass man weiß, wenn man die Bosse wieder farmen kann oder was. Battle Tower Bug Contest. Oh Gott. Nee, brauche ich alles nicht. Noch nicht. Da sind wir noch lange nicht angekommen, du. Warum gibt es hier zwei Fahrstühle? Was? Ich habe gar keine Etage ausgewählt. Och, eine GameCube. Wir spielen Smash Bros. Ich nehme Link. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Mensch. Du scheinst nicht sehr erfahren zu sein und kampferhärtet genug, um meine Zeit in Anspruch zu nehmen. Gehabt euch wohl! Okay, hier muss ich wohl später nochmal zurückkommen. Vielleicht nach der Liga oder so. Ah, hier war ich schon. Ich dachte, hier könnte man irgendwie mal ein paar Items kaufen. Aber ist gar nicht das Kaufhaus. Das ist dieses hier Game Hype quasi, das Developer House. Ponys sind die besten, nicht wahr? Nicht Game Hive, Game Freak. Game Freak. Game Hive. Game Freak. Beziehungsweise das ist ja jetzt nicht Game Freak, weil das ja nicht offiziell ist, aber hier war, glaube ich, dieses Game Freak-Gebäude im Original. Ich bin noch neu, aber sei gespannt auf meine Maps. Also Bruce ist wohl der Map-Designer. Okay. Ich kenne natürlich das Team nicht. Ich habe mich seit Jahren nichts mehr mit zu tun gehabt. Hey there, macht dir das Spiel Spaß? Hoffe ich doch. Ich lerne immer noch dazu. Sorge dafür, dass ich eine super Spielerfahrung irgendwie zur Verfügung stelle. Okay. Don't bully me? Bully. Sollst mich nicht bullien, nicht ärgern. Ich tue ja schon mein Bestes, ich schwöre. Ja gut, also. Ich brauche es, die Entwickler hier nicht alle anzusprechen, oder? Ich klicke mal schnell durch. Das ist jetzt nicht... Oh, cool. Das ist jetzt hier nicht story-relevant, deshalb mache ich hier schnell durch.
Die hatten mir eine. Wie heißen sie? Diese Glocke. Diese Beruhigungsglocke oder sowas. Wie heißen die auf Deutsch? Aber die erhöht, glaube ich, den Freundschaftslevel. Ja. Die Freundschaft steigt dann schneller an. Warum gibt es zwei verschiedene Fahrstühle? Kann der hier irgendwas anderes? Ist doch nichts anderes dabei. Zwei Fahrstühle, die genau das gleiche machen? Ach nee, hier gibt es den grünen nicht, ne? Hier gibt es bloß den gelben. Und mit dem kommt man aufs Dach. Also nicht ganz das gleiche. Trotzdem ein bisschen merkwürdig irgendwie. Hätte man auch mit einem Fahrstuhl machen können. Naja. Hier ist der Supermarkt. Ist die Frage, ob wir es uns leisten können, im Supermarkt einzukaufen. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Deine schwarze Medaille ist entweder abgelaufen oder du hast sie nie aktiviert. Was? Was für eine schwarze Medaille? Ja, Bounties! Buy an HP up, ein HP abkaufen. Das kriege ich hin. Und gegen Michael kämpfen. Also viele Leute haben berichtet, dass Michael ihnen wertvolle Gegenstände geklaut hätten. Ich würde gern, dass du gegen ihn kämpfst und die gestohlenen Gegenstände zurückbringst. Möchtest du diese Bounty annehmen? Ja. Sollten sie diesen Auftrag annehmen, wird er sich innerhalb von 30 Sekunden vernichten. Route 17. Also wirst du ein Fahrrad brauchen, okay. Fahrrad habe ich noch nicht. Ihr lasst mich nicht durch, oder? Oh, tut mir leid, aber dieser Weg ist gefährlich. Bitte geh zurück. Oh, ist das Ash? Ist das Ash? Komm, schnapp sie dir. Wie komme ich daran? Wie komme ich daran ohne Surfer? Ah, von da unten. Okay. Okay, aber der lässt mich nicht rein, oder? Ha! Ich blockiere den Weg. Ja. Da muss ich wahrscheinlich dann erstmal das Ding im Casino klären. Also Team Rocket erstmal aus der Stadt vertreiben. So. So hatte ich es auch noch grob in Erinnerung. Okay, wir gehen trotzdem erstmal in das Einkaufscenter. Gucken uns das mal in Ruhe an. Und dann gehen wir hocken im Casino. Throat Chop. Alter, was? Gibt es wirklich so einen Move? Throat Chop? Muss googeln, wie stark der ist. Pokémon Throat Chop. Heißt auf Deutsch Neck Strike. Moment, 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 Moment. Moment. Der Move heißt auf Englisch Throat Chop. Na? Und auf Deutsch übersetzen wir ihn erstens nicht. Auf Deutsch hat er auch einen englischen Namen, heißt da aber Neck Strike, Nacken. Auf Englisch wird gegen die Kehle geschlagen und auf Deutsch wird gegen den Nacken geschlagen. Aber der deutsche Name ist auch ein englischer Name. Wo macht denn das bitte Sinn, Leute? Wo macht denn das bitte Sinn, Leute? Leute, und genau wegen so einem Mist
sage ich immer wieder, dass die neuen Generationen irgendwie an mir vorbeigegangen sind. Früher hätte es so einen Scheiß nicht gegeben. Was ist denn das bitte? Typ Unlicht. Physisch. Macht einfach keinen Sinn. 15.000, nein, danke. Kannst mich mal. 15.000 für einen Move. Ich suche Goff und Herbstklamotten in meinen Lieblingsfarben. Oh, ich sehe schon, du kannst mir nicht helfen. Hallo da. Ich hoffe, du hast Spaß in meinem Geschäft. Beim Shoppen in meinem Geschäft. Konrad Electronics. Kennt ihr das? Davon gab es mal einen Laden bei uns in der Stadt, hat aber leider zugemacht. So wie ich das gesehen habe, haben die deutschlandweit, glaube ich, 80% oder 90% ihrer Läden einfach geschlossen und haben jetzt nur noch eine Handvoll. Die waren überall und jetzt sind die irgendwie nur noch in einer Handvoll Städte. Bei uns gibt es keinen mehr. Ich habe dort Membership, kann aber dort nicht mehr einkaufen gehen. Es sei denn, ich lasse es mir per Post schicken. Und da gehe ich dann ehrlich gesagt lieber zu Amazon oder so. Aber naja. Konrad Electronics. Hallo, ich bin Konrad Electronics. Ich kann, der kann meine Mounts mega evolven, wenn ich den Megasteine bringe. Kann ich meinen Houndoom zu einem Mega-Houndoom machen? Das wäre cool. Preview all available mounts. Alter! Das ist aber günstig. Das ist aber günstig. Gibt's doch nicht. Doch, bei Roller. Was ist los? Oh, Shiny Houndoom Mount. Und das Houndoom. Also Mega Houndoom hätte ich echt gerne. Da muss ich mal gucken, wo ich den Stein dafür herhole. Das Mount habe ich auf dem anderen Account. Aber einen Megastein glaube ich nicht. Cool. Die weiter oben, also die in der Verwaltung oder so, diskutieren endlich über einen Dragoran-Lieferservice. Quasi Drohnen-Lieferservice. Möchtest du ein paar Items an uns verkaufen? Eigentlich nein. Nö. Nö. Alles meine. Ja, so ist schon besser. Was bist denn du für einer? Psst, komm mal her. Ah, ich habe ein paar geklaute Pokebälle. Ich habe ein paar Pokebälle von den Typen da drüben geklaut. Aber ich muss sie verstecken. Wie wär's? Möchtest du 50 Pokebälle für 9000 Dollar? Ein Pokéball kostet normalerweise. Wie viel? Das ist ein guter Deal, oder? Ein guter Deal. War das ein guter Deal oder nicht? Habe ich die auch wirklich bekommen? Ja, habe ich. Du machst es kaputt, dann kaufst du es. Und das rechnen wir jetzt mal aus. Oder wir probieren es einfach hier. Ich habe das Gefühl, dass es doch kein guter Deal war, oder? Ah, doch. Wir haben 1.000 Dollar gespart. Wir haben 1.000 Dollar gespart. Sparfüchse.
Alchemist. Ja, verflucht. Du siehst aus wie ein sehr ambitionierter Trainer. Ich habe da vielleicht ein paar richtig gute Sachen für dich. Antidot, das wäre mal nicht schlecht. Ich muss mal nachgucken. Ich wünschte, man könnte das Menü irgendwie sortieren. Also so wie ich jetzt verstehe, ist es alphabetisch sortiert. Das macht ja auch Sinn. Aber ich würde es gerne anders irgendwie sortieren. Aber naja, egal. Also wir haben bloß ein Antidot, dann würde ich ein paar kaufen. Wir haben aber auch noch Beeren, muss man bedenken. Deshalb jetzt nicht zu viel hier ausgeben. Wobei wirklich, Moment. Ich kaufe wirklich ein bisschen wenig. Weil, wie gesagt, ich habe ja noch ein paar Beeren. Paralyze. Sollte schon passen. Den Rest kann ich mit Bären machen. Bonnie. Haben die deine Pokébälle geklaut? Ey, shh, komm mal her. Ich habe, wie heißen die? Wie heißen Repels auf Deutsch? Diese Pokémon. Das ist halt die Pokémon, die dich angreifen. Heißen die auf Deutsch? Abwehrer oder sowas? Weiß es gar nicht mehr. Aber da darf man ein paar. 400 Max für Pelz. 250.000! Nee! Digga, das kann ich nicht. Schutz, danke, Schutz heißt das. 250.000 habe ich gerade nicht so rumliegen. 400 Max für Pelz. Spinnt doch. Das Radikal schleudert dich oder ja, schleudert dich aggressiv zurück gegen den Tisch. Es ist sehr wild oder sauer. What the fuck? Was stimmt mit deinem Radikal nicht? Dick. Dick würde ich gerne einmal mitnehmen. Ich stehe auf Dick. Mach da keinen Clip draus. Wehe, ich sehe das irgendwo auf YouTube. Rock Smash. Ah, dann kann ich endlich die Steine zerschlagen. 50 Mal geteilt. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Beweise es. Gibt es für Rex Rock Smash? Gibt es für Rock Smash auch einen Move-Tutor, ist die Frage. Und False Swipe. False Swipe. Wäre nicht schlecht, wenn irgendjemand aus meinem Team das lernen könnte. Dream Eater. Dragon Claw. Roar und Safeguard. Wie viel Schaden macht Dragonclaw? Kann man das hier irgendwo sehen? Nee. Moment mal. Würde ich gerne einmal mitnehmen. Ich stehe auf Dick. Ich würde ich gerne einmal mitnehmen. Ich stehe auf Dick. Dankeschön. Ihr Schweine. Dragonclaw, wie viel Damage macht denn das? Google.
Pokémon Dragon Claw. Lemox will, dass du dich streckst. Moment, ich guck erstmal Dragon Claw. Drachenklaue. 100 Accuracy und 80er Power. Gut, den kann man einmal kaufen. Den kaufe ich einmal. So, und dann strecken wir uns. Gott, warum wollt ihr immer, dass dieser alte Mann sich streckt? Ihr wisst doch, bei mir knackt doch alles nur. Oh! Hat man das gehört? Oh. Ja, so. Hab mich gestreckt. Zufrieden? Mensch, du. Das sind hier Leute. Machen böse Videos, böse Clips von mir. Nor brauche ich nicht. Nee. Und auch nicht für 15.000. Die spinnen doch alle hier. Sind die alle reich? Konto für 5.000. Nein, danke. Kann aber nicht wahr sein.